schön, sehr schön. Uiuiuiui. Viel, viel Ausdruck, viel Eleganz, ein schönes Gleichmaß, gut im Seitenbild. Das ist schon eine gute Runde hier. Es gewinnen Sammy Davis Jr. und Dorothee Schneider. Eintritt wie der andere, das ist schon eine hohe Note. Da sitzt er gut, da sitzt er schön, jawohl. Charmeur, Witzbold, Schöne, Mannschaftsweltmeister und der Star in unserer neuen Folge von The Timelapse, Sammy Davis Jr. Der nicht nur den Namen des amerikanischen Top-Entertainers trägt, sondern ihn geradezu verkörpert. Was macht ihn aus, Sammy Davis Jr.? Also erstens diese Optik von dem Pferd, die ist ja schon mal bestechend, weil es einfach wunderschön. Dann, wenn er sich in Bewegung setzt, einfach die Art, sich zu bewegen und die Leichtfüßigkeit und das Talent, sich zu versammeln Richtung Piaf Passage, das war damals schon hinterlegt. Und da ist direkt der Funke übergesprungen und ich habe mich gefreut, ihn weiter ausbilden zu können, in den Grand Prix-Sport zu bringen, zu stabilisieren. Und zehnjährig sind wir dann aufs Parkett gegangen sozusagen und das war schon oder ist immer wieder ein Erlebnis, dieses Pferd zu präsentieren. Zehnjährig sind Dorothee Schneider und Sammy Davis auf das Louis d'Or Parkett gegangen und haben es erobert. Sieg im Finale des Louis d'Or Preises. Sieg im Wettbewerb von Deutschlands besten Grand Prix Nachwuchspferden in der Frankfurter Festhalle. Es gewinnen Sammy Davis Jr. und Dorothee Schneider. Ein Auftakt mit Knalleffekt für das neue Paar. Kennengelernt hatte Doro Schneider ihren Tango-Tänzer in Bayern. Pferd international hat Cornelia Herbert mich angesprochen. Sie hat ein tolles Pferd und ob ich nicht Lust hätte, den Sammy weiter auszubilden. Damals stand das Pferd nicht weit von dort entfernt. Wir sind auch am gleichen Tag noch hingefahren haben ihn zusammen geritten. Also sie hat ihn mir gezeigt. Und damals kam er über Cornelia Herbert, die damals leider schon schwer krank war, zu mir in den Stall und ich hatte die Ehre, ihn weiter zu fördern und eben in diesen internationalen Grand Prix-Sport zu bringen. Stolz auf den groß gewordenen Sam. Und der wuchs rasend schnell weiter in die Rolle des Top-Athleten. Sie hat unwahrscheinlich stark an dem Pferd gehangen. Ich glaube, es war schon auch ein Schritt für sie, den abzugeben in andere Hände zur weiteren Ausbildung. Und ich habe einfach das Gefühl, sie ist super stolz auf den kleinen Sam oder auf den großen Sam, weil er einfach das, was sie in ihm gesehen hat, dahingehend hat er sich super weiterentwickelt und sie ist dabei, sie schaut von oben und ich merke das auch. Ich glaube, sie ist super stolz auf ihn. 2017 gewann Sammy Davis Jr. schon direkt seine erste Medaille mit Dorothee Schneider. Bei den deutschen Meisterschaften in Balve tanzte das Paar zu Kür Bronze mit über 80%. Der Dressurausschuss war überzeugt und nur ein halbes Jahr nach ihrem Louis d'Or Erfolg gehörten Doro und Sammy Davis zum Goldteam in Aachen. Wenige Wochen später sogar zum Goldteam bei der Europameisterschaft in Göteborg. Schnell wurde klar, Sammy liebt die Kür und die Musik. Ein Kürspezialist mit Leib und Seele. Als er dann 2016 den Louis d'Or Preis gewann und dann ging es in das nächste Jahr 2017, er ist direkt in den A-Kader berufen worden, hat sich da wirklich toll etabliert. Das Pferd hat sich einfach super nach oben getanzt und ist einfach mit seinem Charme und mit seiner Art, sich zu bewegen und mit der tollen Piaf Passage, die er zeigt, hat er sich in einen Teamplatz ergattert und auch verdient. Und er ist immer noch im A-Kader und einfach ein super leistungsbereites Pferd, das jeden Tag wieder Spaß macht zu reiten. Nicht Klassik, nicht Walzer, nicht Hip-Hop oder Rock. Tango musste es sein. Also das Pferd tanzt einfach auch gerne, der bewegt sich gerne auf Musik, der ist
motiviert, der möchte gerne bestaunt werden. Und das macht ihn zum Tango-Tanzen. Das passt wie Faust auf Auge sozusagen. Das ist einfach wunderschön für dieses Pferd, für dieses tänzerische Pferd, was ja dann in dieser Musik auch sehr zum Ausdruck kommt, der Takt und ja, die Leichtfüßigkeit. Und dann habe ich gedacht, so, das ist die Kür für dieses charmante Pferd und das passt einfach. Und ich habe einfach gedacht, das gibt einen Knaller und das wurde es auch. Mit dieser Kür hat Sammy die größten Bühnen betanzt. 2018 qualifizierte er sich für das Weltcup-Finale in Paris, setzte bei der deutschen Meisterschaft noch eins drauf und gewann dieses Mal Bronze im Spezial und Silber in der Kür. Er gehörte erneut zum siegreichen Aachen-Team und krönte seine Laufbahn mit der Weltmeisterschaft. Team Gold in Triumph. Sammy liebt die große Bühne, ganz wie sein Namensgeber. Und er ist ein ebensolcher Entertainer im Viereck und zu Hause. Also er steht erstmal in der ersten Außenbox, hat den Überblick über den gesamten Hof. Und wenn man um die Ecke kommt, ist er der Erste, der sein schönes Köpfchen rausstreckt und gestreichelt werden will oder eine Möhre haben will. Er ist einfach er möchte im Mittelpunkt stehen und möchte einfach, dass man ihm ganz viel Aufmerksamkeit gibt und das soll er auch haben. Das hat er auch sehr verdient und ja, er ist in seiner Box immer, also es ist in seinem Reich. Wenn man da irgendwas dranhängt, dann, also eine Decke oder so, dann fliegt die dann gleich mal durch die Gegend. Also er macht einfach immer auf sich aufmerksam und auch beim Reiten, ja, ist motiviert, guckt ein bisschen durch die Gegend, kann auch mal Böckchen machen, ist einfach lustig unterwegs. Und das macht es aber auch so spaßig, ihn zu reiten. Man hat immer das Gefühl, er hat so ein bisschen den Schalk im Nacken und ja, könnte sich auch mal was einfallen lassen. Wobei ich finde, dass er auf dem Turnier, da macht er auch gerne mal Böckchen und freut sich. Aber im Viereck ist er eigentlich immer konzentriert. Also er hat sich noch nie ablenken lassen, beziehungsweise ablenken lassen vielleicht, aber er ist nicht weggesprungen oder so. Also er ist schon ein Pferd, was Ideen hat und was witzig ist und ja, an Spaß hat am Leben, aber doch sich gut konzentrieren kann. Das ist eigentlich eine schöne Kombi. Aachen 2018. Ein definitiv einzigartiger Moment in Sammys Karriere. Das hatte es noch nie gegeben. Ja, wir sind, ich glaube, das war der Spezial, Grand Prix Spezial in der Deutsche Bank Arena in Aachen geritten und es war mucksmäuschenstill. Und auf einmal ging ein Raunen durch die Menge und ich habe erstmal auf dem Pferd gesessen und habe gedacht, Sammy, haben wir irgendwie einen falschen Weg eingeschlagen? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Also es war etwas konfuse Situation und dann bin ich einfach weitergeritten, natürlich mit ein bisschen Adrenalin, weil ich dachte, es wäre irgendwas los. Und dann ist eben ein Hase durchs Viereck gelaufen und das Publikum hat es vor mir gesehen. Und Sammy hat das eigentlich auch ganz gut weggesteckt, aber die war schon eine kleine Unsicherheit, kam natürlich auch gleich ein Fehler. Aber das kommt ja auch nicht so oft vor, dass im Deutschen Bankstadion dann ein Häschen durchs Viereck hoppelt. Und das war schon eine lustige Nummer. In Aachen war es der Hase. Im sonstigen Leben sorgt Sammy auch gerne selbst für spaßige Momente. Momente, in denen er vor Lebenslust nur so sprudelt. Momente, für die Dorothee Schneider Sammy ganz besonders in ihr Herz geschlossen hat. Beim Reiten sind das tolle Momente. Dann ist er natürlich immer, wenn er auf dem Paddock ist, da dreht er seine Runden, macht Böckchen hier, Böckchen da, schmeißt sich erstmal total in den Sand, wälzt sich nach allen Seiten, steht auf, macht erstmal einen Sprung in die Luft. Also ihm macht sein Leben einfach Spaß und das sieht man in jeglicher Hinsicht. Wenn er draußen ist, chillen darf, sich selber bewegen darf, wie er möchte und auch unter dem Sattel, er strahlt das einfach aus und ja, macht auch nicht jedes Pferd so. Das ist schon besonders. Sammy Davis Jr., der inzwischen längst die Auszeichnung DSP als Vornamen tragen darf, der tanzend die Dressurwelt und die Herzen der Dressurfans erobert hat und der heute bei uns die absolute Hauptrolle gespielt hat in The Timelapse of Sammy Davis Jr.